Vielen Dank für diesen Beitrag. Und ich würde gleich mit dem nächsten Beitrag weitermachen von der Initiative Alle bleiben. Ich gebe das Wort an Hamsin. Danke. Ja, mein Name ist Hamsin Bitücü. Ich bin Vertreter von der Kampagne Alle bleiben. Das ist die erste Kampagne in Deutschland, die von Roma selbst organisiert ist und deren Schwerpunktthema das Bleiberecht von Roma in Deutschland ist. Ich bin nicht der Freund von Ablesen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Menschen, die hier sind, nochmal mitbekommen, um was es hier geht. Und ich bin sehr froh und bin sehr dankbar und danke den Organisatorinnen und Organisatoren, dass sie das hier ermöglicht haben. Danke. Wie gesagt, mein Name ist Hamsin Bitücü und ich engagiere mich im Bündnis Yad Paris und in der Kampagne Alle bleiben, die gegen die Diskriminierung und Abschiebung von Roma in Deutschland ist. Wir sind ein Bündnis von Roma-Aktivistinnen und Aktivisten und kämpfen in ganz Deutschland für die Rechte von Roma und insbesondere für Roma-Frauen. Wir organisieren uns, um eine gemeinsame Stimme für die in Deutschland lebenden Roma zu bilden, denn überall werden Entscheidungen über das Schicksal von Roma getroffen, ohne dass jemals ein Roma in diesen Entscheidungsprozess mit einbezogen wird. Ein Großteil der in Deutschland lebenden Roma wird nicht von etablierten Institutionen vertreten, da sie meist keinen deutschen Pass haben. Daher war es für uns nötig, den Bundesroma-Verband ins Leben zu rufen. Wir Roma müssen uns vernetzen und gemeinsam für unsere Rechte kämpfen, weil sonst wird es nie enden, dass man unsere Menschenwürde und Selbstbestimmung mit Füßen tritt. Momentan gibt es jeden Monat Sammelabschiebungen nach Serbien und Kosovo. In jedem dieser Flieger sitzen jedes Mal um die 80 unfreiwillige Passagiere, die aus ganz Deutschland eingesammelt werden und in ein Land abgeschoben werden, das sie nicht kennen. Bei diesen Abschiebungen werden auch immer wieder Familien auseinandergerissen, wie etwa die Familie der jungen Mutter Exonita. Sie ist in Deutschland alleine mit ihrer 18 Monate alten Tochter. Der Familienvater wurde nach Kosovo abgeschoben. Sie weiß nicht, wie sie ohne das Einkommen ihres Mannes sich und das Mädchen versorgen soll. Wird sie abhängig von Sozialleistungen, drohen ihr auch der Verlust des Aufenthaltsstatuses und die Abschiebung. Exonita ist verzweifelt, vermisst ihren Mann, kann sich kein Leben in Kosovo vorstellen. Sie ist wie ihre Tochter in Deutschland geboren. Ihr Mann steht unterdessen in Pristina ohne Geld vor dem Flughafen und weiß nicht, wo er hingehen soll. Die Polizistinnen und Polizisten hatten ihm nicht einmal erlaubt, seine Frau zum Abschied in den Arm zu nehmen und er musste den ganzen Flug über Handschellen tragen. Ich möchte Ihnen etwas zur Situation von Roma in Serbien und Kosovo berichten, damit Sie unsere Wut besser verstehen können. Denn jetzt aus Serbien entrissene Roma wurden unterstellt, sie seien Asylbetrüger und kämen nur, um hier Geld zu bekommen. Wer so redet, etwa wie unser Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, der ignoriert, wie Roma in Serbien leben müssen und welche Diskriminierungen sie alltäglich begegnen. Es muss sogar befürchtet werden, dass der Rassismus gegen Roma dramatisch zunehmen wird, wenn die Visa-Liberalisierung wieder abgeschaffen wird und man den Roma daran die Schuld gibt. Bereits nur die Androhung allein hat schon jetzt eine Roma-feindliche Haltung in Serbien Vorschub geleistet. Jetzt schon berichten viele Roma, die nach Serbien zurückgekehrt oder ausreisen, von Schikanen und Einschüchterungen durch die Grenzpolizisten bis hin zu illegalen, rassistischen Ausreissperren für Menschen, die augenscheinlich als Roma identifiziert wurden. Serbien hat auf den Druck außerdem mit einem Gesetz reagiert, das Strafen von bis zu 430 Euro vorsieht für unangemeldete Auslandsaufenthalte von über 90 Tagen. So wird faktisch das Stellen eines Asylantrages unter Strafe gestellt. Werden tatsächlich die Grenzen geschlossen, könnte es sogar zu Pogromen gegen Roma kommen und diese würden Deutschland dann verantworten müssen. Deutschland steht auch historisch in der Verantwortung,
die Roma, die in ganz Europa von den Nazis und ihren Kollaborateuren ermordet wurden, vor Diskriminierung und Verfolgung zu schützen. Wer Roma als Asylbetrüger bezeichnet, ist wirklich ein Nazi. Beabsichtigt oder ignoriert zumindest die Gefahr eines weiteren Genozids. Eine solche Wiederbelebung und allgemeine Akzeptanz von derartigem nationalsozialistischen Gedankengut in Deutschland zu beobachten, beleidigt uns und macht vielen von uns Angst. Die rechtspopulistischen Politiker verschleiern ihre unmenschlichen Absichten, indem sie auch davon sprechen, dass die Asylantragstellung dieser Menschen unterbunden werden müsse, da sie sowieso keine Aussicht auf Anerkennung hätten und so nur unnötige Strapazen und Kosten verursachen. Der Grund für die niedrige Anerkennungsquote liegt aber nicht daran, dass die Roma aus Serbien tatsächlich den zynischen Kategorien Asylbetrüger oder Wirtschaftsflüchtlinge entsprechen, sondern an der gesetzlichen Definition Serbiens als sicheres Herkunftsland. Es wird einfach per Gesetz bestimmt, dass kein Mensch in Serbien verfolgt wird, und auch tatsächlich könnte diese Festlegung nicht so einfach kippen. Würde man diesen Tatsachen die nötige Aufmerksamkeit widmen, würde man erkennen, dass die existenzbedrohende Diskriminierung von Roma in Serbien durchaus als Asylgrund gewertet werden muss. Roma werden in Serbien vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt und so an den untersten Rand der Gesellschaft gedrängt. Sie haben eingeschränkten Zugang zu Bildung, Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung und dadurch eine niedrigere Lebenserwartung als die Mehrheitsbevölkerung. Selbst gut ausgebildete Roma müssen sich als Tagelöhner durchschlagen und haben kaum Chancen auf eine feste Arbeit mit einem geregelten Einkommen. Besonders schwer haben es Betroffene von menschenunwürdigen Lebensbedingungen, die unter anderem als Roma gezeichnet werden. Das heißt, die Flüchtlinge aus dem Kosovo, die vor Krieg und rassistischen Vertreibungsaktionen flohen. Diese Roma leben in Serbien seit mehr als 10 Jahren in Notunterkünften, in Flüchtlingslagern oder selbstgebauten Baracken. Immer wieder werden im Zuge von Aufräummaßnahmen solche informelle Roma-Siedlungen abgerissen und die Bewohner so quasi zur Obdachlosigkeit gemacht. Außer ein Brot pro Woche, das von internationalen Hilfsorganisationen gespendet wird, können diese Menschen keine Solidarität oder soziale Aufstiegschancen erhoffen. Von der übrigen Bevölkerung werden diese Flüchtlinge oft nur als zusätzliche Belastung für das immer noch von Krieg gezeichnete Land gesehen. Serbien hat durch den Krieg und die Bombardierung im Jahre 1999 viele seiner Strukturen verloren und hat sich bis heute nicht ganz erholt. Allgemein ist Serbien kein reiches Land und die Minderheit der Roma, insbesondere die aus dem Kosovo Geflüchteten, sind an der untersten Stelle dieser Gesellschaft. Diese geflüchteten Roma es dann noch vorziehen, in diesen Bedingungen in Serbien zu leben, als nach Kosovo zurückzukehren, zeigt, dass in Kosovo die Situation sogar noch schlimmer ist. Nach der Unabhängigkeit Kosovos sind dort nun vormalige Kriegsverbrecher und albanische nationalistische Extremisten in ranghohe Positionen in Politik, Polizei und Justiz aufgestiegen. Trotz zahlreicher Anhaltspunkte für mafiöse Verstrickungen dieser politischen Extremistenelite in Geschäfte wie Organ- und Menschenhandel wurden diese mutmaßlichen Massenmörder nie vor Gericht gestellt. Roma im Kosovo leben zum Schutz vor rassistischen Attacken in abgeschirmten und verarmten Enklaven, oft am Rande von Mülldeponien, von dem früheren Wohlstand, den viele Roma-Familien im Kosovo erreicht hatten, ist nichts übrig geblieben. Geschätzt 120 der 150.000 von dem Krieg im Kosovo lebenden Roma haben im Laufe des Krieges das Land verlassen. Es gibt zahlreiche Berichte von brutalen und willkürlichen Gewalttaten gegenüber Roma, die gelegentlich sogar von den Polizisten selbst verübt werden. Eine Bereitschaft zur Wiedergutmachung für die an den Roma verübten Verbrechen
ist im Kosovo nicht vorhanden. Begangene Verbrechen werden gerechtfertigt mit der Behauptung, dass diese Roma Kollaborateure der Serben gewesen seien. Es wurde sich lediglich bereit erklärt, die geflüchteten Roma wieder aufzunehmen, um so ebenfalls die Aufsicht auf eine Visa-Liberalisierung zu bekommen. Wirklich willkommen sind diese Menschen aber nicht. Ich könnte weiter so machen, aber ich würde Ihnen ganz kurz mal versuchen, was bildlich zu schildern. Kann gesellschaftliche Ausgrenzung als politische Verfolgung ausgelegt werden? Politik ist Synonym für die Ordnung und Beeinflussung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Durch Regeln wird festgelegt, wie man sich innerhalb einer Gesellschaft zu verhalten hat und wie sanktioniert wird, wenn jemand gegen diese Regeln verstößt. Oft wird Politik nur verstanden als die Regierung eines Landes, die geschriebenen Gesetze aufstellt, ändert oder aufhebt. Aber im Grunde ist alles politisch, was die Gestaltung des Zusammenlebens von Menschen betrifft und somit auch ungeschriebene Gesetze bzw. feste gesellschaftliche Mechanismen. Wenn beispielsweise in einer Familie festgelegt ist, dass sich alle um 19 Uhr zum Abendbrot treffen und um 20 Uhr der Tisch wieder abgeräumt wird, ist dies der Ausdruck einer bestimmten Politik innerhalb der Familie. Wer später kommt, wird ihm sanktioniert, indem er hungern muss. Oder eben hungrig im Bett gehen muss. Sicher wäre eine solche harte Sanktionierung innerhalb einer Familie, in der normalerweise Liebe, Zusammengehörigkeit und Fürsorge das Zusammenleben prägen, eher selten. Wenn man aber bei diesem Beispiel bleibt und von einer zerstörten Familie ausgeht, in der das Kind aus erster Ehe von den Eltern gegenüber den Kindern aus der jetzigen Ehe benachteiligt wird, kann man auch einen Eindruck von politischer Verfolgung im familiären Rahmen bekommen. Möglicherweise wird das Kind aus erster Ehe von einem despotischen Elternteil als Belastung, als anders und als Fremdkörper wahrgenommen. Auch wird es bei Verstößen härter bestraft und muss Kinderarbeit verrichten, während die Geschwister zur Schule gehen dürfen. Jeder hätte Verständnis, wenn dieses Kind, bevor es verhungert, aus dieser Familie zu Verwandten in der Nachbarschaft flüchtet, bei denen es besser und gleichberechtigt behandelt wird. Die Situation von Roma in der Familie Serbien ist vergleichbar mit der Rolle des Stiefkindes aus diesem Beispiel. Der Unterschied liegt nur in der größeren Dimension. Die unter Roma weit verbreitete Armut beweist gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen, die als politische Verfolgung zu bewerten ist. Verfolgung bedeutet in diesem Sinne nicht zwangsläufig, jemanden hinterherrennen und ihm zu schaden oder gar zu töten. Auch Ausgrenzung muss als Verfolgung gewertet werden, wenn der Ausgegrenzte hindurch in seinem Leben und seiner Gesundheit gefährdet wird. Ausgrenzung ist im Grunde nur eine der vielen Taktiken politischer Verfolgung, gleichermaßen wie Unterdrückung und Mord. In diesem Sinne, Bleiberecht für alle Menschen in diesem Land. Alle bleiben.